Hallöchen Mädels, ja, da bin ich wieder und schön, dass auch ihr wieder mit dabei seid. Ich habe heute endlich meine Nagellacke für euch. Ich hatte euch ja letztes Jahr meine Schminksammlung abgedreht, noch in der alten Wohnung, und hatte euch ja gesagt, dass die Nagellacke folgen, sobald wir umgezogen sind. Ja, ich hatte diese Teile auch schon hier. Mittlerweile habe ich jetzt auch mal geschafft, die zu beschriften und anzupinseln, wie ihr vielleicht seht. Die werde ich euch dann auch so präsentieren, weil, ja, ihr seht, meine Nägel sind nackig. Ich habe heute zwar einen freien Tag, aber für einen Tag lackiere ich mir die nicht, bin ich ganz, ganz ehrlich. Sagen, wenn ihr Bock drauf habt, dann bleibt dran. So, ich habe die jetzt erstmal alle sortiert. Also, wir fangen an mit, wie gesagt, mit den Essilacken. Und da habe ich einmal hier Kimono Over. Ja, der war, glaube ich, mal in der LE, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist halt so ein lila Ton. So sieht das dann aus. Ja, das sind zwei Schichten jeweils überall. Ich muss ganz ehrlich sagen, so im Vergleich zu meinen anderen Lacken, wo ich die jetzt aufgetragen habe auf die Dinger, haben mich die Essilacke so ein bisschen enttäuscht. Also für 8 Euro erwarte ich mir dann doch ein bisschen mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Manchmal waren die echt schwierig zum Auftragen und das ist ja nun wirklich eine richtig glatte Oberfläche. Aber gut, jetzt habe ich hier einige und ja, werde auch versuchen, die mal wieder öfters zu benutzen. Dann habe ich als nächstes Ready to Bore. Da weiß ich auch gar nicht, ob der im Standardsortiment ist. Ein sehr schöner Hololack. So ein, ja, so ein Braunton. Ich hoffe, man erkennt so die Farben so ein bisschen. Sehr schön. Ein schönes Tönchen, so für den Herbst. Dann habe ich hier eine Farbe, die heißt Anchor Down. Das ist so ein dunkles Grau. Ist nicht so ganz mein Farbspektrum, aber ja. Vielleicht habe ich da auch irgendwann mal Bock drauf. Mal gucken. Ja, meine absolute Lieblingsfarbe ist Saltwater Happy. Das ist dieser Ton. Ich glaube, den gibt es mittlerweile auch im Standardsortiment. Der ist auch schon wirklich aufgebraucht. Ne? Also der ist schon so zur Hälfte. Man merkt das auch, welche Farben ich liebe. Ne? Also da, ja, welche ich oft lackiere natürlich. Dann habe ich hier eine, die hat mich überrascht. Obwohl ich halt schon so ein bisschen Befürchtung habe, wenn ich den wieder ablackiere, das wird grauenvoll, wie alle Glitter- oder Effektlacke. Und zwar ist das Gelentine, den hatte ich in meinem Adventskalender vor 3 Jahren, hatte ich meinen Essie-Adventskalender. Ein sehr, ja, schöner Ton. Ich könnte mir vorstellen, den unter einem Rosaton, dass das ganz schön aussieht, aber wie gesagt, zum Ablackieren die Hölle. Essie Bahama Mama ist auch, ja, eigentlich eine Standardfarbe, ne? So ein schönes, ja, wie soll ich das beschreiben? So ein Rot-Lila, also so ein warmes Lila, so ein Burgundi, kann man sagen. Dann eine schöne Frühlingsfarbe, Mint Candy Apple, das ist der. Ja, ein schönes Tönchen, so ein Mintton, aber schon kräftig. Also, wie gesagt, um 2 Schichten brauchen die alle. Ich glaube, einen habe ich sogar, der hat 3. Dann habe ich einen, der hat mich auch überrascht. Polarizing heißt der. Ich glaube, der war auch mal in so einer Winter-LE. Das ist eigentlich so ein Lack, den ich über einen Farblack gebe. Ich habe zum Beispiel hier, wo ist der? Virgin Snow. Den zeige ich euch gleich noch. So ein lila Ton. Und den da drüber, das sieht richtig geil aus. Aber hier auf dem Ding, muss ich sagen, kommt der auch so ganz gut zur Geltung. Ne? Das ist jetzt zum Beispiel einer, wofür ich 3 Schichten gebraucht habe. Das ist aber halt auch so ein, ja, so ein bisschen so ein Effektlack. Ne? Aber ja, so sieht der gar nicht schlecht aus. Also, wenn es richtig kalt ist im Winter und es passt irgendwie so zum Make-up, kann ich mir das gut vorstellen. Eine Farbe, die ich auch sehr, sehr gerne mag, ist Shirling Darling. Das ist ein bisschen wie Bahama Mama. Aber wenn ich euch die mal nebeneinander halte, Shirling Darling geht ein bisschen mehr ins Braune rein. Da hat man ganz gut den Vergleich, deswegen mag ich die Dinger so. Das ist Bahama Mama und das ist Shirling Darling. Ne? Da seht ihr das. Der geht halt doch ein bisschen ins Braune rein und ist dementsprechend auch ein bisschen dunkler oder wirkt so. Eine sehr schöne Farbe, die ich sehr, sehr gerne mag. Island Hopping, ja, das ist so ein schmutziges Lila, würde ich sagen. Wie gesagt, ich bin nicht so gut im Farben beschreiben und auch nicht im Düfte beschreiben. Ring the Bling, das war, glaube ich, mal ein Weihnachtslack. Der ist so ein, ja, so ein Permut. Ich mag diese Permut-Lacke ja sehr gerne, muss ich sagen. Mit so leichten Goldsprenklern drin.
Ich hoffe, man kann das hier in der Flasche erkennen. Also auf dem Nagelding sieht man das auf jeden Fall ganz gut. Mag ich sehr gerne die Farbe. Und so sieht der dann aufgetragen aus. Ne? Das ist ein schöner Weihnachtslack, finde ich. Dann haben wir Petal Pushers. Das ist ja quasi wie Anker Down, nur halt heller. Ne? Ein Grauton. Rumperoon. Der hat mich überrascht, weil auf dem Finger, ich meine gut, man hat halt hier drunter, die sind halt auch nicht so farblos wie die Dinger, ne, klar. Der wirkt auf meinen Fingern sehr rosa. Also deswegen habe ich Fiji eigentlich noch so ein bisschen lieber, weil der ist, geht dann mehr so ein bisschen ins Weiße rein. Aber hier auf dem Ding, ja, sieht der ganz gut aus und für den Frühling könnte ich mir den auch nochmal vorstellen, den zu lackieren. Dann habe ich hier Teacup Halfull. Das ist der. Das ist so ein ja, Rose Gold, würde ich sagen, mit vielen goldenen Schimmerpartikeln drin. Ne? Auch wieder Permut. Hier wirkt er sehr gewöhnlich braun, aber auf dem Finger oder auf dem Nagel sieht der sehr gut aus. Ich habe den schon getragen. Dann habe ich hier einen Expressi. Das sind ja diese, die ganz schnell trocknen sollen, wobei ich ganz ehrlich, der trocknet bei mir nicht viel schneller wie die normalen. Crop Top and Roll heißt der. Ja, das ist diese Farbe, so Fleischwurst, würde ich sagen. Den habe ich mir mal in einer Hochzeitsallee gekauft, tatsächlich. Mrs. Oris White. Der sieht hier sehr pinky aus. Auf den Dingern, ja, auch so ein bisschen, ne, muss man sagen. Aber den trage ich auch sehr gerne, gerade im Frühling. Oder wenn so der Frühsommer kommt. Dann habe ich hier einen, ja, das war ein Fehlkauf, Resort Fling. Ich kann, also Orangetöne auf den Lippen, ja, mag ich, aber auf den Nägeln, das sieht bei mir einfach nicht aus. Ich glaube, meine Haut ist dafür einfach zu hell. Es kommt eben nicht so richtig zur Geltung. Ne? Ist eine schöne Farbe, ja, für den Sommer allenfalls vielleicht, aber ansonsten, ja, werde ich den nicht so oft tragen. Dann habe ich hier ein schönes, sattes Rot, was so ein bisschen ins Blaustichige geht, und zwar ist das Party on a Platform. Der sieht so aus. Ich sage, ich habe sehr viele Rottöne. Dafür, dass ich wenig Rot trage auf den Nägeln, habe ich einige, auch von den anderen Firmen. Dann habe ich hier Strike Positano. Das ist so ein, ja, so ein matschiges Blau, Taubenblau, würde ich sagen. So sieht der aus. Hier geht der noch ein bisschen ins Grüne rein, aber man sieht jetzt vielleicht den Unterschied zu Mint Candy Apple. Das mal so nebeneinander halte, ne? Das ist Mint Candy Apple, das ist der andere. Das ist natürlich ein Unterschied. Obwohl die in der Flasche, ja, die sehen schon unterschiedlich aus, aber dass der Unterschied so groß wäre, hätte ich nicht gedacht. Ein Ton, den ich über alles liebe, ist in Stitches. I love it. Der geht einfach immer, egal zu welcher Jahreszeit. Der sieht so aus. Das ist so ein, ja, braun, ja, so eine Mischung aus Braun, Rot und ein bisschen Rosenholz. Das ist auch das tatsächlich, was ich am liebsten auf den Lippen trage. Also das ist, weil, wie gesagt, es geht immer. Ja. Egal zu welchem Augen-Make-up, jetzt auch beim Lippenstift oder Nagellack, den kann man immer tragen und man hat halt wirklich Farbe auf den Nägeln. Dann habe ich Peak Show. Das ist dieser hier. Den mag ich auch sehr, sehr gerne. Wenn ich mal Rumper Room daneben halte, in der Flasche sieht man da gar nicht so viel Unterschied, ne, wie ihr vielleicht seht. Und wenn ich die hier so nebeneinander halte, sieht man auch nicht so viel Unterschied. Also der geht ein bisschen mehr ins Rosane rein, ne, Romper Room, und der halt mehr ein bisschen ins Weiße. Aber deswegen mag ich den halt ein bisschen lieber. Ich mag halt diese, ja, diese hellen Töne, diese Weißtöne, die so ein bisschen ins Roséfarbene gehen. Ganz gerne. So, dann habe ich hier einen matten Lack, den überpinsel ich mir aber immer mit Glanzlack, weil ich bin nicht so für matte Nagellacke, bin ich ehrlich. Die Farbe mag ich aber ganz gerne, und zwar ist das, jetzt muss ich suchen, hier, Cozy in Kashmir. Das ist auch ein schmutziges Grau-Lila, aber ja, den mag ich besonders im Winter, finde ich den sehr, sehr schön. Wie gesagt, dann halt in glänzend. Fiji, ja, ist halt ein Standard, ne? Den gab es ja früher immer in LEs, mittlerweile gibt es den ja schon länger im Standardsortiment. So sieht der aus. Ist noch ein bisschen rosé-stichiger als Peak Show. Ne? Das ist Peak Show, das ist Fiji.
auf den Nageldings kann ich euch das auch mal zeigen, wie das aussieht. Das sind die beiden. Ne? Die tun sich nicht viel, das sind Nuancen, aber auf den Nägeln, gerade weil man da ja auch eine Untergrundfarbe hat, fällt das meiner Meinung nach auf. Und deswegen mag ich Peak Show lieber. Ja, war aber leider auch eine LE. Genauso wie der hier, das ist auch mein absoluter Lieblingslack. Den habe ich auch schon so oft lackiert. Virgin Snow, ne? Hatte ich euch eben gesagt, zusammen mit Polarizing. Darüber mega geile Winternägel. Sieht so aus. Ist halt ein, ja, ein kühleres Flieder. Dann geht es weiter mit auch einem Lack, den ich sehr, sehr gerne mag, wovon ich auch noch einen zweiten habe, tatsächlich, weil den gab es auch mal in der LE. Mittlerweile gibt es den, glaube ich, auch im Standardsortiment, bin mir mal nicht sicher. Urban Jungle. Ja, I love it. Das ist so ein, ja, so ein Graubeige, würde ich sagen. So sieht der aus. Der ist auch zeitlos, ne? Den kannst du auch zu allem tragen. Ja, ein Lack, das ist der, den ich bei meinem ersten Video komischerweise getragen habe. Das habe ich mich letztens nochmal, ja, keine Ahnung. Ich hatte irgendjemand hatte mich danach gefragt und dann habe ich das rausgesucht und dann habe ich es mir nochmal angeschaut. Das war ein aufgebrauchtes Video im Übrigen. Bell Button Blues, ja, den habe ich da getragen. Mittlerweile bin ich ja nicht mehr so für viel Farbe, ne? Genauso wie im Gesicht als auch auf den Nägeln, aber ab und zu mag ich den auch ganz gerne. Das ist ein sehr, sehr schöner, dunkler Blauton, der halt auch so schimmert. Ne? Also, der braucht natürlich auch viel Geduld und Zeit, vor allen Dingen zum Lackieren, ne? Weil der trocknet auch nicht so gut. Aber wenn er dann drauf ist und der ist schön und die Nägel sind schön, dann ist das schön. Ja. Elist ist ein klassisches Rot. Ne? Ich weiß gar nicht, ob es den im Standardsortiment gibt. Ich hoffe, weil ja, der ist doch schon sehr leer. Also, bis hierhin. Ne? Wenn das jetzt wieder runterläuft, dann sieht man das. Also den habe ich oft benutzt. Ich mag den auch. Das ist mein liebstes klassisches Rot, was ich habe. Dann habe ich hier Goginza. Das ist der, den ich meinte eben, ne? Wenn ich mal hier Virgin Snow daneben halte. Ist auch ein Lila oder ein Flieder, aber das ist wirklich kühl und das ist was, ja, eher für den Frühling, würde ich sagen. Der geht dann ins Rosafarben, ne? Aber ich mag den. Und der ist auch wirklich leicht zu lackieren. Also das ist einer der Lacke von Essie, den ich euch wirklich empfehlen kann, von der Konsistenz her. Dann habe ich hier einen, der war, glaube ich, auch in meinem Adventskalender drin. Not Just a Pretty Face. Das ist ein, ja, ein schierer Lack. Aber wenn ihr schöne, gepflegte Nägel habt, also ich meine jetzt nicht lange Grabschaufeln, sondern normale Nägel, sag ich mal, die wirklich schön gepflegt sind, dann kann der sehr, sehr edel aussehen, finde ich. Also in einer Schicht ist der, wie gesagt, gibt das so einen French-Style und in zwei Schichten sieht das dann so aus. Wie gesagt, der wird nie ganz deckend sein, ist der auch nicht, aber den finde ich sehr, sehr schön. Ich mag den. Ah, wie gesagt, nur wenn meine Nägel einigermaßen okay sind, was ja nicht so oft vorkommt. Ja, dann habe ich hier einen, den habe ich auch aus dem Adventskalender, Getting Groovy. Das ist ein, ja, Goldton, ein kühles Gold, Altgold, ne, würde man sagen. Auch sehr schön zur Weihnachtszeit. Dann habe ich einen, oder beziehungsweise zwei habe ich, aus dieser Reihe, dieser G-Couture-Reihe. Und da muss ich sagen, die kosten ja 10 Euro oder 11 Euro mittlerweile sogar. Ist das Geld nicht wert. Also bei denen bin ich schon so ein bisschen gespaltener Meinung, je nachdem welche Farben es sind. Und die haben mich enttäuscht, sage ich ganz ehrlich. Also dafür, dass das Gel-Lacke sind, sind die nicht wirklich besser deckend. Im Gegenteil, wie die normalen. Und dafür dann 3, 4 Euro mehr auszugeben, finde ich schwachsinnig. Die Farbe ist schön. Ist auch ein klassisches Rot, aber was eher so ins Feuerrot geht, ne, ins Orangerot, ist Rock the Runway, heißt die Farbe. Dann habe ich einen, der hat mich auch überrascht, den habe ich noch nie lackiert, den hatte ich auch in meinem Adventskalender. Und zwar ist das, wie heißt du, Movetivation. Eigentlich stehe ich ja nicht so auf Move-Töne, aber den finde ich tatsächlich schön, ne? Passt auch so ein bisschen heute zu meinem Oberteil. Also da könnte ich mir vorstellen, den wirklich mal zu lackieren. Vielleicht am Wochenende, mal gucken. Ja, dann habe ich noch einen von diesen Gel-Lacken. Fairy Taylor. Das ist ähnlich wie Peak Show. Nur mit dem Unterschied, dass der noch lange nicht so deckend ist. Also das geht eher so in die Richtung Not Just a Pretty Face, ne? Von der Deckkraft her. Da habe ich auch tatsächlich drei Schichten gebraucht. Und wie gesagt,
Die trocknen nicht schneller oder die halten nicht besser, meiner Meinung nach. Deswegen, ja, finde ich das, würde ich die auch nicht mehr kaufen. Also wenn überhaupt, wenn mir eine Farbe gefällt von Essie, dann wirklich nur die normalen. Ja, eine Farbe, die auch fast leer ist, ist bei mir Cameo. Ne? Das ist auch mein absoluter Lieblingslack. Den habt ihr so oft schon bei mir gesehen. So sieht der aus. I love it. Ne? Das ist auch ein Ding, was immer geht. Ne? Ging auch heute zum Beispiel zu dem Outfit. Mag ich sehr, sehr gerne. Ja, dann habe ich einen weißen. Ein weißer Lack hat eigentlich jeder. Ne? Also das Standard Blanc ist das. Ein ganz stinknormales Weiß. Ne? So sieht der aus. Between the Seas. Ja, der war, glaube ich, auch in der Hochzeits-LE, wenn mich nicht alles täuscht. Ist so ein bisschen die Urban Jungle, aber Between the Seas geht noch ein bisschen mehr ins Gräuliche rein, würde ich sagen. Ne? Da ist noch so ein bisschen, ja, wie gesagt, so fast so simpel, also so ein kleiner grau-lila Anteil mit drin. Mag ich aber auch sehr gerne. Ist auch zeitlos. Also geht zu allem. Satin Sister. Das war ein Lack, den ich eigentlich weggeben wollte, aber ich glaube, es gibt Anlässe, da könnte der auch passen. Das ist so ein grün Petrol, ja, könnte man sagen. Aber auch, ne, wenn der ordentlich lackiert ist, ist das auch eine sehr schöne Farbe. Und der letzte im Bunde ist Saint-Tropez. Ja, das ist so ein Beige, würde ich sagen. Ganz normales, stinknormales Beige. Kann aber auch sehr schön sein. Ja, das wären meine Essie-Lacke. Das sind insgesamt 36, 38 Stück. Ja. Wenn man mal bedenkt, ne, was so einer kostet, ist natürlich eine Sammlung, die ich mir über Jahre jetzt aufgebaut habe, aber es sind schon ganz schöne Farben dabei, ne, die man zumindest früher nicht so wirklich bekommen hat, außer von Essie. Ne? Also mittlerweile hat, welche ich ganz gerne mag, sind von Reval Lost Me, die werde ich euch gleich auch noch zeigen. Die haben leider nicht so eine große Farbauswahl, das finde ich schade. Aber Essence hat zum Beispiel auch eine ganz gute Farbauswahl. Aber trotzdem, es sind einige Farben, die bekommt man eben nur bei Essie. Ne? Und deswegen kauft man sich die halt, oder ich kaufe mir die hauptsächlich. Ja, aber bereut habe ich es nicht. Ne? Auch wenn ich sage, es gibt bessere und die sind wirklich teuer. Aber es sind schon gute Lacke. Ne, das muss man sagen. Besser geht immer, aber die haben halt auch eine schöne Farbauswahl. Ne, und sehr schöne Farben, außergewöhnliche Farben auch, finde ich. Ja, die packe ich jetzt weg. Und dann widmen wir uns dem Rest. Ja, den habe ich hier drin. In der Kiste. Und hier habe ich die passenden Dinger dazu. Ich zähle die mal gerade durch, bevor ich euch die zeige. Das sind auf jeden Fall mehr wie die Essies. Ja, hier hätten wir dann nochmal 51 andere und ja, die würde ich sagen, zeige ich euch jetzt. Da fangen wir mal an mit Catrice, die sind schon lange raus, das sind diese Ultimate Nail Lacquer, hießen die, und zwar ist das die Farbe Plump Around, ein schönes dunkles Lila, ja, was im Herbst, glaube ich, ganz gut passt oder auch im Winter. Dann habe ich hier einen, den habe ich auf der Glow bekommen, das ist natürlich so gar nicht meine Farbe, ne? Ich habe den jetzt auch mal hier lackiert. Das ist McCafé Kaiserdamm heißt der. So sonnengelb, aber ja, ganz ehrlich, ich trage sowas nicht. Vielleicht mal auf den Fußnägeln oder so. Mal schauen, ob der vielleicht meine Sammlung nicht sogar verlässt. Dann habe ich hier einen, das ist so ein, ja, wieder so ein schierer Lack von Catrice More Than Nude. Weiß nicht, ob es die noch gibt. Die Farbe Rosy and Sparklet. So sieht der aus. Ja, könnte ich mir auch mal vorstellen, dass ich den mal trage. Mal gucken. Dann hier von diesen HD Nails on the Go. Das sind die, die ich so sehr liebe. Ne? Diese Lacke. Die kosten 1 Euro, also knapp 2 Euro, glaube ich, oder etwas über 2 Euro. Und die sind so gut. Also die halten und die trocknen schnell, sind unkompliziert. Auch davon braucht man 2 Schichten, klar, wenn man eine gute Farbe haben will. Aber ja, die kosten halt auch weniger wie diese Essies, ne? Und das ist das, was ich eben meinte, wo ich traurig bin, dass es nicht so viele Farben gibt, also nicht so viel Auswahl. Aber die Farben, die es gibt, die ich mir gekauft habe, die sind echt schön. Das ist hier die Farbe Pearl Nude. So sieht der aus. Wie gesagt, ich mag diese Permutlacke, auch um sie über einen anderen zu geben, als Effektlack quasi. Dann habe ich hier als nächstes auch von dieser Reihe die Farbe Dangerous. Ja, das ist quasi... Man könnte schon so ein bisschen sagen, ja, wobei Bahama Mama ist doch lila-stichiger. Aber ein sehr schönes, klassisches, dunkles Rot. Also, wenn man schöne Nägel hat, dann, ja,
sieht der auch schön auch aus. Ich habe den auch schon getragen in den Zeiten, wo meine Nägel halt besser waren. Dann habe ich hier einen, der kommt dem Rumper Room so ein bisschen nah, wobei Rumper Room ist halt eher rosé-stichiger und der geht so mehr ins Aprikot. Mag ich aber auch sehr, sehr gerne. Sieht auch sehr zeitlos aus. Und zwar ist es die Farbe Prima Ballerina. Dann habe ich einen von Trended Up. Die Lacke mag ich auch ganz gerne. Der war aus einer LE. Pure Serenity heißt der. Auch ein Permutlack. Den mag ich auch gerne als Überlack. So über einem roséfarbenen oder so. Sieht ja auch ganz schön aus. Habe ich auch schon getragen. Den habe ich mir mal von Miss Lynn gekauft, weil die Farbe so geil war. Und zwar ist das Argentinian Style. Ja, I love it. Ich liebe diese Farbe einfach. Im Herbst finde ich, ist der Oberknaller, wenn man nicht auffallen möchte auf den Nägeln. Dann habe ich hier auch wieder ein klassisches Rot. Ja, wie gesagt, ich habe sehr viele Rottöne, weil mein kleiner Sohn meint immer, mir Nagellack schenken zu müssen. Was ja sehr süß ist. Aber er schenkt mir dann immer meistens Rottöne. Vielleicht will er mir damit was sagen, keine Ahnung, aber... Meistens sind es Rottöne und das ist auch einer, den ich von ihm habe. Ist auch so ein, ja, ein klassisches Rot, aber was eher so ins Orange geht. Ne? Das ist die Farbe It's All About That Red. Trended Up 240. Ja, die haben ja nur Nummern. Das ist auch wieder so ein Weihnachtslack. Ne? Seht ihr. Der hat auch so ein bisschen Goldschimmer da drin. So wie der von Essie, den ich euch eben gezeigt hatte. Dann habe ich einen, der kommt dem Saltwater Happy so ein bisschen nah. Den habe ich mal im Paket von Rimmel, Rita Ora. So heißt wohl auch die Farbe. Wobei ich dazu sagen muss, wenn ich Saltwater Happy mal daneben halte, unterscheiden die sich doch. Doch, okay. Das ist doch eher ein Babyblau und das ist doch eher ein kräftiges Blau. Von daher vergessen, was ich gesagt habe. Ja, den hatte ich zuletzt in dem Paket. OPI ist auch ein schierer Lack. Aber wie gesagt, wenn die Nägel gepflegt sind, kann ich mir auch den ganz gut vorstellen. Ja, den mag ich auch. Von den Ico Nails, ich mag die Reihe nicht so, weil die Pinsel, also man macht das hier ab. Ne, und dann manchmal, bei dem ist es jetzt nicht, aber ich habe einen, da geht der Pinsel ständig ab. Und da muss ich mal reindrücken, das nervt mich ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die haben auch eine schöne Farbauswahl von diesen Ico Nails. Heißen die. Das ist jetzt I Kinda Lilac You. Ja, ein Permut-Flieder. Finde ich sehr, sehr schön. Ein bisschen ins Kühlere rein. Ja, den mag ich auch total. Das ist einer meiner Lieblingslacke aus der Reihe. Den habt ihr auch schon oft bei mir gesehen und mich oft danach gefragt, was ist das für eine Farbe? Und zwar ist das 70 Easy Peasy Green Squeezy. Ja, so sieht der aus. So ein Mermaid-Grün, ne, würde ich sagen. Ganz, ganz tolle Farbe, finde ich. Dann einen aus der Brown Collection, den gibt es nicht mehr. Goddess of Bronze heißt die Farbe. Ja, ein warmes Bronze. Ja, es tut mir leid, wir haben gerade unten auf dem Hof die Handwerker, deswegen sorry für die Nebengeräusche, aber ich will das Video jetzt fertig machen und ich will nicht nochmal irgendwie anders anfangen. Ich versuche einfach dagegen anzuschreien. Eine Farbe, die ich sehr, sehr gerne mag, im Winter vor allen Dingen, das ist so, ja, so mein Icy-Lack. Ne? Der sieht zwar nicht icy aus, aber ich habe den schon zu vielen Icy-Looks getragen, sage ich mal. Another Day, Another Blue. Ja, wie gesagt, auch wieder Permut. Ich liebe Permut einfach, bin ich ehrlich. Manche sagen, das ist Oma, aber ja, ich mag das lieber als diese normalen Farblacke. Und dann habe ich einen, den habe ich auch im Paket gehabt irgendwo. Und zwar ist das Wet n Wild Mega Last. I Read a Good Book. Ja, auch wieder ein klassisches Rot, würde ich sagen. Ja. Wenn wir da ein Thema sind. Rot, Rot, Rot. Dann habe ich einen, ja, auch wieder von dieser Reihe. Die Farbe ist außergewöhnlich. Kommt so ein bisschen an dieses Satin Sister ran, ne? Von Essie. Da habe ich den. So. Ja, von Essie ist ein bisschen dunkler, ne? Aber so von der Farbe her kommt es nah ran. Ist nicht ganz so meine Farbe, aber ich hatte ihn mir trotzdem mitgenommen. Dann habe ich hier Sally Hansen, die hat mich auch überrascht. Die mag ich auch sehr, sehr gerne. Die sind zwar sehr auch teuer, genauso wie Essie, aber ich finde die besser wie Essie tatsächlich. Aber das ist meine persönliche Meinung. Rose Diamond, ja, so ein schmutziges Rosa, würde ich sagen. Dann habe ich hier einen von Manhattan. Viele schwören ja auf die Lacke. Ich muss sagen, das ist jetzt
mit zwei älteren mein einziger. Und ich finde die jetzt nicht so Bombe. Don't Tell. Die Farbe ist schön. Ist so ein ja, Elfenbein, ne, würde ich sagen. Oder Ivory heißt ja die Farbe, ne, wenn man das mal so von Brautkleidern ausgeht. Ja, das ist hier, ne, das ist Feuer pur. Im Sommer geil. Also zu einem schönen Sommer-Make-up. Ne. All Fired Up. So heißt der auch. Der ist richtig gut. Von Sally Hansen. Ja, dann habe ich einen. Es gibt von Essie einen Lack, der heißt. Ich glaube, irgendwas mit Pistazie. Das ist so ein Grünton. Den wollte ich mal haben, aber wie gesagt, 8 Euro fand ich ein bisschen teuer. Und dann bin ich auf die Suche gegangen nach sowas Ähnlichem, weil ich werde sowas nicht so oft tragen. Ne? Also, wenn ich da mal Bock drauf habe, ja. Und dann bin ich halt auf den gestoßen. Der ist nicht so. Also der von Essie ist nicht so farbintensiv, aber ich finde auch die Farbe ganz schön, muss ich sagen. Wie gesagt, im Sommer oder so, ne, kann ich mir den auch ganz gut vorstellen. Das ist die 157 aus der Number One Nail Polish Reihe, deswegen habe ich auch nur so einen kleinen hier, der reicht auch vollkommen. Dann habe ich noch einen von Trend It Up. Die Lacke finde ich auch eigentlich ganz gut. Das ist Urban Safari, die Farbe 040. Ja, das ist so ein Effektlack. Ist natürlich, wie gesagt, wenn man den ablackiert, ne, hast du keinen Spaß dabei. Deswegen trage ich sowas auch sehr selten. Ja, einen so einen ganz alten, das ist aus dieser alten Manhattan-Reihe, aber die funktionieren tatsächlich noch, also zumindest noch. Also, wie gesagt, dieses Mal 2 Schichten, aber die machen eine gute Figur. Die 29Z, ja, da hatten die ja noch keine Namen. Liquid Metals war so eine Sonderreihe. Ein kühles Gold, würde ich sagen. Dann habe ich hier auch wieder Sally Hansen Red Sin. Den hatte ich, glaube ich, mal in der Zeitung. Der ist auch sehr, sehr schön. Schönes, klassisches, dunkles Rot. Einen, ja, den ich super gerne mag, oder beziehungsweise den ich liebe, ist auch von Sally Hansen. Da habt ihr mich auch schon so, so oft nachgefragt. Den gibt es auch im Standardsortiment. Ich hoffe noch, dass es ihn gibt. Aus der Color Therapy-Reihe. Die Farbe Glow with the Flow. Ich liebe diesen Goldton, Leute. Ne? Das ist halt auch, ja, das, was ich auch gerne auf den Augen trage. Ne? Wie man sieht, passt das auch. Was man auch hierzu tragen kann, was, ja, einfach schick aussieht, ohne zu sehr aufzutragen, meiner Meinung nach. Glow with the Flow, wie gesagt, heißt die Farbe. Das ist der perfekte Goldton für mich. Nicht zu warm, nicht zu kalt. Super. Ja, habe ich nicht bereut, mit dem gekauft zu haben. Und der ist auch wirklich gut. Also 2 Schichten auch, ne, klar. Aber der trocknet ganz gut durch und der hält auch gut. Ja, einen, auch noch so einen alten, den ich habe, ist Modepilot. Der hat gar keine andere Farbe. Auch von Manhattan. Das ist so ein, ja, braun-lila, aber so ein ganz dunkles. Ja, habe ich früher mal gern getragen, aber mittlerweile trage ich den nicht mehr so oft. Dann habe ich als nächstes auch wieder aus dieser alten Catrice-Reihe Shakira. Das ist ein, ja, schmutziges Flieder, würde ich sagen, was so ein bisschen ins Rosé geht. Take a Brick ist auch eine schöne Farbe. Ist ähnlich wie in Stitches. Kann ich euch mal gerade zeigen. Wobei, ich glaube, in Stitches ist noch ein bisschen... Wo habe ich ihn? Hier ist er. Ah, obwohl, die kommen sich schon sehr nah, ne? Muss man sagen. Das ist in Stitches, der geht vielleicht in Stitches, geht noch ein bisschen mehr ins Rötliche rein, ne? Wie ihr seht. Der ist ein bisschen dunkler und ein bisschen brauner, sag ich mal, von der Farbe her. Aber auch eine sehr schöne Farbe, mag ich. Obwohl, wie gesagt, die, ja, die braucht ein bisschen Liebe und Zuwendung, ne? Damit nicht gut aussehen, aber dann finde ich das auch in Ordnung. Ebenfalls von Catrice aus einer LE war der Alluring Red. Ja, das ist auch wieder so ein klassischer Weihnachtslack, ne? Rot mit Gold, habe ich auch so ein paar davon. Whole Dimension oder Holo Dimension, so, von Trend It Up. Ja, das ist eine Mischung aus Braun, ja, der ist eher braun, ne? Braun, Bronze, so in die Richtung. Hatte ich mir mal gekauft als Ersatz oder um zu gucken, ob der dem Ready to Wear ähnelt, aber ja, tun die beiden nicht. Ich will euch mal zeigen. Also, das sind zwei ganz verschiedene Paar Schuhe, ne? Obwohl das in der Flasche eher so aussieht, aber. Das ist Ready to Wear und das ist der von Trend It Up. Ready to Wear ist sehr viel dunkler. Dann habe ich hier einen, auch von Trend It Up, Wonder Glaze. Ja, den habe ich auch mal in einem Paket gehabt. Ist ein Effektlack, aber der scheint glatt zu sein. Also ich glaube, man hat auch keinen Spaß beim Ablackieren bei dem. Aber so sieht er eigentlich ganz schön aus.
aber glaube ich auch eher was für die Weihnachtszeit. Ja, einen schönen Blauton, Metallic Dust, I love it. Also wenn man blau haben will und man will auffallen, dann ist der auch gut dafür. Die 020 ist das. Ich weiß nicht, inwiefern es die Lacke noch gibt. Die sind schon ziemlich alt. Ich habe mir auch schon ziemlich lange keine Nagellack mehr gekauft. Ja, das ist auch so einer, ne, von meinem Söhnchen. Double Volume and Shine von Trend It Up. Die 180, auch wieder ein klassisches Rot, wie ihr seht. Dann habe ich hier den Quick Dry. Ja, der ist auch ganz schön von Trend It Up. Ich glaube, der ist auch relativ neu. Den dürfte es vielleicht sogar noch geben, die 075. Kommt auch wieder dem End Stitches ein bisschen nah, aber der geht doch mehr ins Orange. Aber ich mag den auch sehr gerne. Also das, den könnte ich vielleicht am Wochenende auch mal nehmen. Dann habe ich von Essence aus der Shine Last and Go Reihe. Die sind ja auch relativ günstig. Frosted Kiss. Ist so ein ja, Permut Rosa. Ne? Ähnlich wie dem von den Reval Lacken. Ebenfalls von Essence. Ja, den habe ich mir mal gekauft, weil ich, wie gesagt, dieses... ich glaube, Pistazio oder so heißt der. Ich bin mir gar nicht sicher, wie der heißt von Essie. Running Wild ist das auf jeden Fall. Aber der kommt da auch nicht so ran. Der war auch ziemlich schwierig zu lackieren, also auf dem Ding hier schon. Dann habe ich einen von Essence. Ja, da wollte ich auch mal wieder ausprobieren, Richtung Razored Fling. Aber der ist doch ein bisschen farbintensiver wie Razored Fling. Das ist Endless Summer. Werde ich auch mal im Sommer dann ausprobieren. Dann habe ich Arabian Nights. Das ist ein ja, ganz dunkles Lila. So sieht der aus. Hakuna Matata. Das ist auch eine schöne Farbe. So ein warmes Braun-Orange. Ja, könnte ich mir auch vorstellen, den nochmal zu tragen. Steel Serene. Das ist ein matschiges Beige, dunkles Beige, würde ich sagen, von Sally Hansen. Den habe ich letzte Woche getragen. Der war auch eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Hat nur nicht so gut gehalten auf meinen Nägeln jetzt. Das ist I Love Sparkle Nobody Rose Me Better. Ja, das ist ein Rose Gold. Ähnlich wie diesen Buy Me a Cameo. Ich mag ja diesen Ton allgemein. Den finde ich geil. Das ist einer, den habe ich bei Claudi gesehen, und zwar auch aus dieser HD Nails Reihe, Blue Lagoon. Ja, weil da gibt es einen Text, da war der Akku leer. Ich muss das mal hier wieder sortieren. Das ist der. Ich liebe den. Diese Farbe ist so mega gut. Also, ich habe ja ein Faible für Blautöne, wenn ich den nicht so oft trage, aber der ist wirklich, wirklich schön und der sieht auch auf den Nägeln in Natura, sag ich mal, sieht der auch schön aus. Ja, dann habe ich als nächstes einen, der kommt auch aus der Reihe, der tanzt wieder ein bisschen aus der Reihe, das ist Beverly Hills. Ja, genauso stelle ich mir das auch irgendwie vor. Die Farbe ist also gut getroffen. Ist schon so ein bisschen auffällig, ne? Und das ist auch nicht so wirklich mein Farbton, aber ja, mal gucken. Vielleicht habe ich da irgendwann Bock drauf. Drama Queen von Dermacol. Den habe ich auch geschenkt bekommen. Ja, das ist auch ein Bias-Lack, würde ich sagen, ne? Ein dunkles Rot mit Goldpartikeln drin. Kann man auch gut lackieren, den hatte ich auch schon mal drauf. Ja, den, da habt ihr mich auch schon oft genug nachgefragt, aber den gibt es leider nicht. Der ist, glaube ich, extra mal für die Glamour entworfen worden. Also zumindest sieht das so aus. Und ja, ich hatte das Glück, den da in der Zeitung zu haben. Den gibt es so nicht zu kaufen. Ich habe mal geguckt bei Nails Inc., also das ist die Firma, gibt es den nicht. Das ist Glam Brûlé, so. Kommt aber dem... wo bist denn du jetzt? Ihr seht das, der von Sally Hansen ist ein bisschen kräftiger, ne? Und der geht auch ein bisschen mehr ins Aprikofarbene. Aber wenn ihr sowas ähnliches haben wollt, dann ja, kann ich euch den von Sally Hansen empfehlen. Als nächstes habe ich hier A Night to Remember, der ist auch schon alt. Das ist mein ältester Lack, Freunde, den ich habe. Der ist schon... ja, 15 Jahre wird der alt sein. Aber der funktioniert noch. Also zumindest hier auf dem Ding. Ich bin mal gespannt, wie das irgendwann mal auf dem Finger ist. So sieht der aus. Ja, das ist die Farbe Fascinating Girl. So ein Permut schmutziges Rosa. Ne? Das war jetzt irgendwie keine Farbe. Permut schmutziges Rosa. Ja.
Ja, die Lacke hier von Trend It Up, die gibt es ja leider nicht mehr. Und das finde ich auch schade, obwohl die halten leider nicht so lang. Ne? Das sind so diese Metallic-Lacke aus der Techno-Chrome-Reihe. Und zwar habe ich hier einmal Copper Cup. Das ist eine Farbe, die kriegt ihr vielleicht noch so überall. Die ist aber außergewöhnlich. Skylight. I love it. Ne? Das ist auch wieder so was Kühles hier im Winter. Zum schönen kühlen Make-up. Finde ich, geht dir auch ganz gut. Und Bronze Cut, das ist halt wieder so, ja, Rose Gold. So. Die sehen schön aus, aber wie gesagt, die halten leider nicht so lange. Habe ich die Erfahrung gemacht. Dann habe ich hier noch eine Nail Foundation. Ja, das ist halt so ein Pflegeding mit Farbe. Total Repair steht auch da drauf in Skin. Aber mag ich auch sehr gerne. Na, wenn ich mal schlicht haben möchte, dann nehme ich den. Und der letzte im Bunde ist auch von Catrice, Go for Gold. Das ist der, wo ich eben meinte, der Pinsel ist da ständig kaputt. Kann ich euch mal zeigen. Ja, jetzt ist natürlich der Vorführeffekt. Ne? Jetzt funktioniert es natürlich. Aber sonst, wenn ich den hier halt immer rausziehe, dann habe ich immer den Pinsel in der Hand. Und das nervt mich dann ein bisschen. Der sieht dem bei mir Cameo, glaube ich, ein bisschen ähnlich. Das ist kein Dupe. Aber ich glaube, dafür habe ich mir den damals mal gekauft. Muss ich nochmal suchen, wo ich ja, wo sich bei mir Cameo versteckt. Es ist ganz schön mit den Dingern, aber das ist auch manchmal ein bisschen unübersichtlich. Ja, also ist nicht 1:1, aber kommt dem sehr nah. Bei mir Cameo ist ein bisschen brauner, würde ich sagen. Ja, so vom Farbdings her. Muss man wirklich ganz genau hinschauen. Ich glaube, auf den Nägeln fällt das auch nicht so wirklich auf. Also von daher, ich weiß nicht, ob es den noch gibt, aber falls ihr sowas Ähnliches sucht, ja, werdet ihr da, solltet ihr da fündig werden. Ja, und das war's. Das waren alle meine Lacke. Wie gesagt, ich bin froh, dass ich die Dinger habe. Die kann man auch immer wieder ablackieren und auch hier das wieder abmachen. So hat man eine schöne, ja, kann man auch mal gucken, ne, wie das so aussieht oder wo man Bock drauf hat. Wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, ich nehme jetzt einfach mal hier Beverly Hills, ne, halte mir das hier so an den Finger ran. Ja. Klar, ne, aber dann kann man wenigstens in. Kann man wenigstens so in etwa sehen, ne? Wie sieht das aus oder worauf habe ich heute Bock? Ja, und die waren auch nicht teuer, die gibt es bei Amazon, die Dinger. Kann ich euch, wenn ihr wollt, mal verlinken, falls ihr auch so eine. Ja, falls ihr euch eure Sammlung auch archivieren wollt, eure Lacke. Finde ich gut. Ja, die liegen bei mir immer in der Schublade, wie gesagt, und dann schaue ich immer, worauf ich Bock habe. So, das waren meine Lacke. In diesem Sinne würde ich sagen, damit ist der Ausmist-Mittwoch dann auch vorbei. Beziehungsweise, ich habe ja jetzt gar nichts aussortiert. Aber ich habe auch erst vor einem Jahr, glaube ich, Nagellacke aussortiert und da sind sehr viele geflogen. Ich glaube 20 oder über 20. Und die ich jetzt habe, die will ich mir halt auch behalten irgendwie und will auch keine neuen dazu kaufen im Moment. Weil ja, das reicht, ne? Also, ich meine, dafür, dass ich nie Nagellack trage und auch nicht tragen darf in meinem Job, habe ich doch schon ziemlich viele. Dementsprechend kommt da jetzt auch erstmal nichts mehr nach. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, auch wenn es ein bisschen verspätet war, das letzte Video aus dieser Reihe aus Miss Mittwoch. Das war es dann auch. Wie gesagt, es wird ja nicht mehr so wirklich Videos geben, so im permanenten Takt, sage ich mal, immer so, wie ich Bock habe. Und dementsprechend will ich euch da jetzt auch keinen Ersatz oder sowas ankündigen dafür. An dieser Stelle und ehrlich sein. Ja, aber es hat mir trotzdem Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!